Da steht eine Kuh auf der Straße in Mutterstadt, ganz alleine und schon seit Tagen. Das hat bei den Anwohnern für Verunsicherung gesorgt. Die Kuh trinkt nichts und frisst nicht. Sie steht einfach vor einem Haus und den Rest klären wir jetzt auf. Hier stimmt was nicht. Genauer gesagt, sie stimmt hier nicht. Eine Kuh mitten in Mutterstadt. Einfach so steht sie da. Nicht lila, aber bunt und macht noch nicht einmal. Die Nachbarn wundern sich. Ich war überrascht, wie das erst mit der Kuh war, so gestanden war. Eine Kuh auf der Straße ist ja schon ein bisschen außergewöhnlich. Hat halt keinen Stall. Hat keinen Stall? Nein. Deswegen hat man es da hingestellt. Das lässt euch ziemlich kalt. Eigentlich schon. Das, ja, also mich schon. Andere Passanten nicht. Die Kuh kann nicht weg. Also keine Gefahr. Trotzdem ein Hilferuf. Die Polizei soll die Kuh bei den Hörnern packen. Eine Kuh um die Uhrzeit in Mutterstadt war doch etwas ungewöhnlich und fragten dann nochmal nach, ob da tatsächlich eine Kuh gestanden hätte. Und das bejahte die Autofahrerin und sagte sogar zudem, sie hat sich bewegt. Dein Freund und Helfer rückt auch prompt aus, in geballter Formation, um gleich darauf festzustellen. Die Kuh hat sich nicht bewegt, aber sie stand auf Rädern. Es war nämlich tatsächlich eine Plastikkuh. Die Auflösung. Die Kuh gehört hierhin, zur Firma Q-Tan Immobilien. Der Name liegt ja auch so nah. Und sie sind sehr zufrieden mit der pflichtbewussten Kollegin. Also mittlerweile ist eine Außendienstmitarbeiterin von uns, wird erkannt, wird gemocht, überwiegend positive Reaktionen. Ja, vollwertige Kollegin, also keine blöde Kuh. Die Kuh heißt übrigens Bella und schiebt auch heute wieder trotz Wind und Wetter Überstunden in Mutterstadt.